Herzlich willkommen zurück zum Spielen von Tune, der Wüstenplanet. Hier mit mir, mit dem Jörg, oder besser bekannt als der Torg, von der Internetseite crapfreegames.net. Und ich sehe, meine Zuschauer auf Twitch sind immer noch da. Ihr habt mich nicht verlassen, wunderbar. Lass mal den Vorspann laufen. Das ist auch wieder hier ein DOSBox-Spiel von Good Old Games, GOG.com. Früher auf dem Amiga, stundenlang, nächtelang gezockt. Ja, der Ton ist leider wieder mal genau wie eben gerade bei dem der Clou nicht so überwältigend. Auf dem Amiga war alles besser, Tonqualität wesentlich kühler, aber die Grafik ist dieselbe. Das Spiel ist übrigens von Westwood. Ich finde das vom Spielprinzip her einfach nur klasse gemacht. Ich tippe das jetzt mal ein bisschen schneller durch. Wenn ihr Lust und Laune habt, den Text zu lesen, dann einfach mal auf Pause drücken und schon könnt ihr den Text lesen und dann weiter drücken. Ich kann das natürlich auch abbrechen mit Escape, aber das mache ich lieber nicht, weil wenn ihr den Text lesen wollt und ich jetzt Escape drücke, dann ist ja das Intro weg. Viele von euch haben bestimmt den Film Tune, der Wüstenplanet gesehen. Auf diesen beruft sich ja dieses Spiel hier. Und los geht's, Herzog Pleto Atreides. Ich bin Herzog Pleto Atreides, dein Vater. Mein Sohn, wir müssen das Gewürz so schnell wie möglich abbauen. Es kann sonst sein, dass der Imperator uns zurückbeordert. Ich drücke das mal durch. Hier hinten ist übrigens ein Spiegel. Da kann man reinschauen. Noch haben wir ganz normale Augen. Aber die Augen verfärben sich im Lauf des Spiels immer blauer. Hier ist die Mutter, die Jessica. Könnte mir jetzt sagen, komm mit mir, aber wo soll sie hingehen? Brauchen wir erstmal nicht. Das ist ein Ornitopa, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ornitopter steht da, ja. Man kann immer direkt zum Ziel springen, dann geht er schneller, ist man schneller da, und da ist auch der Gurney Halleck. Der wird übrigens in dem Film Tune der Wüstenplanet gespielt von dem Captain der Enterprise, Jean-Luc Picard. Und schon arbeitet der für mich, der Frame drum. Jetzt können wir denen Befehle geben. Und wie man sieht, der hat blaue Augen, dieser Fremen. Das haben alle Fremen, die haben alle blaue Augen. Und wie ich eben schon gesagt habe, der Paul Atreides, den wir hier spielen, der kriegt auch im Laufe des Spiels immer blauere Augen. Und das liegt an dem Gewürz,
Den Gurney Halleck nehmen wir mal mit. Gut, ich folge dir, Paul. Und raus zum Ornithopter und zum nächsten Siege. Da ist wieder ein Frame, der noch nicht für uns arbeitet. Also müssen wir auf Arbeit für mich. Ich bin mir nicht sicher, dass du unsere Fähigkeiten auch wirklich zu schätzen weißt. Ja, weil das nämlich ein Gewürzsucher ist. Das ist der einzige Gewürzsucher in dem ganzen Spiel. Und der wird erst freigeschaltet. Der arbeitet erst für uns, wenn wir eine Karte brauchen. Also wir hatten eben gerade schon mal eine Karte, aber wenn es nötig wird, dass man gewisse Gewürzstellen suchen muss, dann kommt der zum Einsatz und das wird gleich sein. Dieser Frame, der wird noch für uns arbeiten, jetzt gleich. Genau, da steht's auch. Und der wird auch gleich Truppenaufgabe wählen zum Armeespezialist oder zum Gewürzspezialist. Weil man am Anfang noch keine Armee braucht, sondern eher Gewürz abbauen muss für den Imperator, ist es wichtiger, Gewürzspezialisten auszuwählen. Und wie man sieht, hier fängt er jetzt an zu graben. Und der baut jetzt Gewürz ab. Das ist unser Palast, der Atreides. Und da fliegen wir jetzt wieder zurück, weil wir unseren Job getan haben. Und jetzt ist der Duncan Idaho da. Mein Name ist Duncan Idaho. Der Herzog hat mich mit der Aufsicht über die Gewürzgewinnung beauftragt. Tja, im Moment habe ich nicht viel zu tun. Ich hoffe, dass es uns gelingen wird, bald große Mengen an Gewürz zu gewinnen. Wenn du wirklich etwas über die Eigenschaften des Gewürzes wissen willst, solltest du deine Mutter Jessica fragen. Unser Gewürzlagerbestand beträgt im Moment 10 Kilogramm. Vergiss nicht, dass das Gewürz die weitaus wichtigste Substanz des gesamten Universums ist und dass es nur hier auf dem Wüstenplaneten vorhanden ist. Das Gewürz wird aus dem Sand des Wüstenplaneten gewonnen. Es verlängert das Leben und erweitert das Bewusstsein. Es wird von den Navigatoren der Gilde für die Reise durch das All verwendet. Ich frage mich, welche Auswirkungen die Nähe von so viel Gewürz auf dich haben wird, Paul. Ja, damit sind wir gemeint, den wir hier spielen, der Paul Atreides. Und mehr zu sagen hat sie nicht. Vielleicht weiß er der Gurney Halleck noch einen Rat. Hast du bemerkt, dass alle Fremen blaue Augen haben? Völlig blau. Kein bisschen weiß darin. Es liegt an der Übersättigung des Bluts mit Gewürz. Ja, wie eben gerade schon erwähnt. Die Fremen scheinen in Stämmen oder Trupps organisiert zu sein. Wir sollten dem Herzog berichten, dass nun zwei Trupps für uns arbeiten. Also gehen wir zum Herzog, unserem Vater. Die Fremen haben ein besonderes Gewand, das sie Destilanzug nennen. Damit können sie sich in der Wüste aufhalten, ohne dass der Körper Wasser verliert. Wir könnten diese Destilanzüge gut gebrauchen. Geh mit Gurney Halleck und versuche einige davon zu besorgen. Das ist also das zweite Ziel, nachdem man die ersten Fremen zum Arbeiten überreden konnte. Und denke daran, wandere nicht in der Wüste umher. Du wirst ohne Destilanzug nicht sehr weit kommen. Oh ja, Destilanzüge, lass mich überlegen. Richtig, Frame im Siege, in dem wir uns trafen, haben mir von einem Hersteller von Destilanzügen erzählt. Okay, dann gehen wir doch mal dahin. Zack, 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 Ornithopter. Ich sag mal Ornithopter. Hört sich viel besser an als Ornithopter. Und Sprung zum Ziel. In das Siege rein und direkt mit dem Frame reden. Ich wusste, dass du mich nach meinem Destilanzug fragen würdest.
Ja, ich kenne jemanden, der Destillanzüge herstellt. Fliege mit deinem Ornithopter in östliche Richtung. Es ist nicht mehr sehr weit, aber nimm jemanden mit, da die Siege schwer zu finden sind. Auch schwer auszusprechen. Siege. Wir haben ja jemanden dabei, und zwar den Gurney Halleck. Den sieht man hier unten links. Sozusagen im Inventar. Und dann kriegt man nochmal eine kurze Auskunft über den Trupp. Mein Trupp ist in Kartak Tuek stationiert. Seit einigen Stunden sind wir mit dem Gewürzabbau beschäftigt. 1900 Mann. Motivation 28%. Versuchsweise im Gewürzabbau. Bla 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 und so weiter und so fort. Also östliche Richtung hat er gesagt. Dann fliegen wir mal in östliche Richtung. Das darf man jetzt nicht abbrechen und auch nicht zurück zum Start, denn man muss hier warten, bis der Gurney Halleck wie jetzt dieses Siege entdeckt und dann geh dorthin. Der Fremen hat ja eben schon gemeint, nicht weit, und schon sind wir da. Und da ist wieder ein Fremen. Wenn die für uns arbeiten, die Fremen, dann steht da Anführer der Fremen. Und da hier nur Fremen steht, arbeitet der noch nicht für uns. Den können wir direkt mal an... Das klappt noch nicht. Warte, ich bin noch nicht fertig. Ja, wir müssen erst über den Destillanzug reden. Ich tippe das mal schnell durch. Zwei weitere Sieges in der Nähe, deren Anführer dich gerne kennenlernen würden. Paul Atreides. Reise von hier aus nach Richtung Norden und Westen. Das ist immer wichtig, damit man weiß, in welche Richtung man reisen muss. Also von diesem Siege, wo wir uns jetzt befinden, nach Norden und Westen. Und schon arbeitet er bei uns. Er hat sogar einen Sandkriecher gesehen, der unnütz herumsteht. Sandkriecher sind dafür da, damit das Gewürz noch schneller abgebaut wird, als wie nur mit diesen Schaufeln. Mit dem Sandkriecher wird das alles viel einfacher. Wie man sieht, hier Ausrüstung. Sandkriecher, 1740 Mann, versuchsweise Gewürzabbau, also die sind noch ein bisschen schwach am Anfang, aber die fördern jetzt schon durch den Sandkriecher mehr Kilogramm pro Stunde als die mit der Schippe. Keine weiteren Befehle und jetzt nach Norden und Westen. Ach, da war ja eins abgebildet. Das war schon in der Karte eingezeichnet. Da ist es. Und da hinten ist eins. Aber das ist doch gar nicht im Westen. Im Osten. Egal, dann fliegen wir da hoch. Du bist also dieser Paul Atreides, von dem wir schon gehört haben. Und schon arbeitet er bei uns. Leider gibt es hier keinen Sandkriecher, den man auswählen kann. Und jetzt haben wir das Problem. Das Gebiet sollte zuerst auf Vorkommen untersucht werden, bevor wir mit dem Abbau beginnen. Die stehen jetzt hier untätig rum und können kein Gewürz abbauen. Und jetzt kommen die in diesem Siege hier in Frage. Das sind nämlich die Gewürzsucher. Und die müssen wir dann dahin schicken, damit die anfangen abzubauen.
Wir haben Gerüchte gehört, dass du unsere Dienste suchst. Die Gewürzsuche ist eine gefährliche Arbeit, die hohe Geschicklichkeit erfordert. Du bist bei mir richtig. Mein Trupp ist auf die Gewürzsuche spezialisiert. Soweit ich weiß, sind wir der einzige Fremen-Trupp, der dazu fähig ist. Und John arbeitet für uns. Es ist ein schönes Gefühl, wenn unser Wissen so geschätzt wird. Ja, Paul Atreides, wir werden für dich arbeiten. Befehle an Trupps geben und nix wie hoch, damit die anfangen, Gewürz abzubauen. Das ist diese Karte, die ich vorhin gemeint habe. Druck bewegen. Und hier sieht man auf der Karte, wie viel Gewürz noch vorhanden ist. Umso heller das Gebiet ist, umso mehr Gewürz ist da. Dort oben ist noch grau und hier rechts ist auch noch grau im Osten. Und deswegen müssen wir das dahin schicken und darüber. Und fertig. Und jetzt läuft der von diesem Siege hier hoch zu denen, fängt dann da an, das Gewürz zu suchen. Wenn er fertig ist, geht er weiter zu dem anderen Siege hier rüber, zu dem da, und die können anfangen, Gewürz abzubauen. Soweit so gut, können wir wieder zurückfliegen zum Palast. Schau mal hier, werden die Destylanzüge aufbewahrt. Genau. Dieses Siege ist anders als die, die wir bereits kennen, nicht wahr? Ich gratuliere dir zu dieser Gruppe von Gewürzjägern. Nun kann's richtig losgehen, Paul. Unser Gewürzlagerbestand beträgt im Moment 180 Kilogramm. Gestern haben wir 60 Kilogramm abgebaut, das ist 60 mehr als vorgestern. Also, die Mutter hat ein besonderes Talent und kann in Räumen Geheimtüren und andere Räume finden, die noch versteckt sind. Also sollen wir es ausprobieren und suchen jetzt die Mutter, die ist hier oben im Schlafzimmer. Komm mit mir und runtergehen und hier fragen wir sie mal. Und tatsächlich, lass uns weitergehen, sagt sie. Und hier ist eine Geheimtür. Sagt sie auch jetzt, dort links ist eine Geheimtür. Ja, wir sollten einen Blick hineinwerfen. Jetzt kommt wieder so ein kleines Intro. Das ist ein Kontrollraum, wovon der Imperator uns immer Nachrichten schickt und Gewürz geliefert haben möchte. Und jetzt kommt auch gleich die erste Nachricht rein. So, wenn ihr das durchlesen wollt, einfach auf Pause drücken. Ich tippe das einfach mal schneller. Und da steht es, dies ist ein Kontrollraum. Wenn du eine Nachricht liest, wird ein Hologramm des Absenders in der Mitte erzeugt. Bis jetzt sind noch keine Nachrichten eingetroffen, aber ich bin sicher, dass bald eine Botschaft des Imperators eintrifft.
So, die Jessica muss hier bleiben, die ist müde geworden. Der Duncan Idaho will natürlich, dass wir jetzt noch mehr Sandkriecher besorgen. Ich fliege nochmal schnell zu dem einen Siege, was hier drüben in der Karte eingezeichnet ist, und lass die Frame für uns arbeiten. Du bist also dieser Atreides, von dem wir schon viel gehört haben. Haben die anderen auch gesagt. Die sagen irgendwie alle dasselbe. Und super, er kann für uns arbeiten. Manche stellen sich quer und wollen nicht für uns arbeiten, wie diese Gewürzsucher oder so ganz hochnäsige Fremen, die dann ja einfach keinen Bock haben. Und hier haben wir wieder das Problem, dass da steht, das Gewürz. Das Gebiet sollte zuerst auch vorkommen untersucht werden, bevor wir mit dem Abbau beginnen. Und ich habe ja vorhin schon den Gewürzsucher dahin geschickt. Der kommt ja bald vorbei und sucht das Gebiet ab. Der müsste jetzt noch hier drüben sein. Genau da oben sucht er. Wenn er fertig mit der Suche ist, da oben bei dem Siege, läuft er hier rüber zu dem. Dieses rote Zeichen über dem Kopf, wo ich jetzt mit der Maus drauf zeige, das ist übrigens das Zeichen der Atreides. Das ist so ein Falkenkopf, so ein roter. Ich guck mal, ob mittlerweile eine Nachricht eingetroffen ist. Nein. Vielleicht muss man auch den Duncan Idaho mitnehmen. Nein, er kann leider nicht mit. Oh, der Duncan hat anscheinend irgendeinen Siege erwähnt, wo wir hinreisen sollten. Habe ich ganz vergessen, welches das war. Weil ich so schnell durchgeklickt habe. Auch mit den Fremen kommen wir im Gewürzabbau nicht viel weiter, wenn wir nicht mehr Sandkriecher sind. Hast du nicht gesagt, du hättest einen dieser Sandkriecher in einem Siege gesehen? Geh mit Gurney dorthin und frag, woher sie die Maschine haben. Okay. Das war hier. Der Sandkriecher, wir haben ihn in einem Siege nordöstlich von hier gefunden. Fliege von hier direkt über die Mitte des Kraters, aber nicht über den Felsgrund hinaus. Felsengrund. Also, nordöstlich von hier. Nordöstlich ist, wenn das Norden ist, ist das hier dann nordöstlich. Nicht über den Felsengrund hinaus. Müsste er ja jetzt drauf ansprechen, der Gurney Hall. Und schon hat er es gefunden. Hier müsste es Sandkriecher geben. Genau, kein Frame ist hier. Aber wenn man auf der Karte guckt, sieht man, hier gibt es Sandkriecher, zwei Stück. Und den Ornithopter, das ist den wir gerade benutzen. Der wird
auch aufgelistet. Früher oder später brauchen die Sandkriecher auch Ornithopter, damit sie nicht von Würmern gefressen werden. Oder von, ja, von Würmern. Sandwürmer. Noch muss man zu den einzelnen Truppen reisen, um denen Befehle zu geben. Später hinaus lernen wir dann sowas wie Telepathie und können den dann über weitere Strecken per Gedanken Befehle geben, indem wir einfach nur auf die Karte drücken, wie hier, und dann könnte man theoretisch mit diesem Trupp, der hier in dem anderen Siege stationiert ist, Befehle erteilen. Das kann man ja gleich mal probieren, dann sagt er, dies ist zu weit zur Kontaktaufnahme. Lässt sich gar nicht anklicken. Da müssen wir wohl hinfliegen. Was mache ich gerade? Ganz einfach. Ich schicke die zwei Bremen-Trupps in das Siege mit den zwei Sandkriechern, damit die sich ausrüsten mit Sandkriechern, und das sind Gewürzabbaumaschinen, sodass die mehr Gewürz abbauen innerhalb kürzester Zeit. Habe ich dem Gewürzsucher gesagt, dass er, wenn er mit der Gewürzsuche fertig ist, direkt zu dem Siege hier oben hingehen soll und da auch noch suchen soll. Ja, das soll's gewesen sein für den Anfang. Ich flieg zurück zum Palast und versuche mal abzuspeichern. Ich hoffe, das geht hier in dieser DOS-Version. Das Ganze funktioniert hier hinten bei den Schau in den Spiegel. Spiel neu starten? Nein, das wollen wir nicht. Spiel laden, Spiel sichern, Spiel beenden, vom Spiegel wegschauen. Okay, scheint gesichert zu haben. Von daher gehe ich jetzt aufs Spiel beenden und beende auch den Stream. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ihr könnt das Video auch noch im Nachhinein unter frühere Übertragungen, also Past Broadcasts, oder auch bei YouTube sehen. Falls ihr noch Fragen habt, ich bin noch ein bisschen in den Kommentaren da. Ja, war ein schönes altes Oldschool-Game vom Amiga. Ich spiele es gerade hier auf der DOSBox-Emulator für den PC. Hätte es auch mit besserer Soundqualität für den Amiga spielen können, mit ADF-Disketten. Aber dazu hätte ich dann erstmal den WinUAE-Amiga-Emulator starten müssen, und ob das alles so hätte funktioniert, ich weiß nicht. Ich benutze lieber das installierte Spiel von Good Old Games. Ja, von daher, vielleicht spiele ich dann später oder heute Abend nochmal weiter oder morgen, je nachdem. Und ich freue mich, wenn ihr wieder zuschalten würdet. Bis dann, tschüss!